Mitnehmen können wir hier. Jede Menge Brombeeren. Ja, noch nicht. Die sollten blau sein, die da. Mitnehmen kannst du aber Bärwurz. Den kannst du mitnehmen. Als Gewürz kannst du aber auch als richtig Nahrung. Man unterscheidet ja Heilpflanzen, Nahrungspflanzen, Gewürzpflanzen. Das kannst du für beides, Nahrungspflanzen und Gewürzpflanzen. Ja, am Ende ist die Frage, was darf man überhaupt mitnehmen? Darf man überhaupt noch was mitnehmen aus dem deutschen Wald? Oder darf man was mitnehmen? Und wenn ja, was? Ja. Und zwar darf generell jeder darf ohne Zustimmung des Grundeigentümers Flächen der freien Natur betreten. Blumen, Kräuter und Pflanzen dürfen zum Eigengebrauch mitgenommen werden. Entsprechend der sogenannten Handstraußregel. Die Handstraußregel gilt allerdings nicht für forstlich oder forstwirtschaftlich angebaute Pflanzen, das heißt Bäume, Setzlinge, Schmuckreisig, Brennholz und so weiter. Und wer einen Schatz findet, der muss ihn abgeben. So, es reicht. Es reicht schon lange, jawohl. Weitergehen jetzt. In Ordnung.